Premiere für die VfL-Spieltagsanalyse. Wir können zum ersten Mal in diesem Format auf einen VfL-Sieg zurückblicken. Das freut uns natürlich sehr und ich gehe mal davon aus, dass euch das nach dem Spiel auch sehr gefreut hat. Wie war die Stimmung in der Kabine? Ja, war schon eine Erleichterung zu spüren, muss ich sagen. Ja, man kommt mit einem ganz anderen Gefühl alle zusammen nach den Interviews und ja, war schon eine Riesenfreude, muss ich sagen. Aber ich glaube, dass jeder richtig einschätzen kann, dass es ein Schritt war von vielen. Dennoch gibt es natürlich für die nächste Woche einen Schwung mit, ja. Wir haben natürlich wieder ein paar Szenen vorbereitet aus dem Spiel in Heidenheim. Wollen wir mit dem 0:2 anfangen in der 14. Minute, denn da warst auch du direkt beteiligt. Vielleicht sagst du ein bisschen was zur Entstehung aus deiner Sicht. Ja, erstmal freut es mich, dass ich mich auch mal mit einer Vorarbeit beteiligen konnte. Und ja, ich kann mich noch erinnern, der Trainer ruft in dem Moment, ich soll tief laufen. Dann sehe ich Gott sei Dank, dass der Innenverteidiger sich verschätzt und dann Ball durchspringt. Hab dann ziemlich freie Bahn, dann kommt noch einer, lege mir mit etwas Glück an dem vorbei. Ja, versuche dann, den nochmal auf mich zu ziehen, dass Danny noch freier wird und bringe ihn Gott sei Dank zu ihm rüber, dass er ihn reinschieben kann. Wir haben mal in deine Saisonstatistik geschaut. 7-mal Liga, 1-mal Pokal, immer von Beginn an, oft auch über die volle Spielzeit. Wie fühlt sich das an, gerade mit Blick auf die Verletzungen, die dich ja in der Vergangenheit immer mal wieder zurückgeworfen haben? Ja, allein die Zahlen stimmen mich natürlich positiv, wenn man das andere außen vor lässt. Die Tabellensituation und ja, bisher die geringe Ausbeute an Scorerpunkten stimmt mich das positiv und freut mich natürlich, dass mein Körper mitmacht. Ich habe es auch letzte Woche schon mal gesagt, dass das natürlich einem selber gut tut und man Spiele nicht durch Training kompensieren kann. Deshalb denke ich schon, dass mir das hilft für die restliche Saison. Wir schauen in die zweite Szene. Das ist das 1:2 in Minute 23. Freistoß und die Standards bei Heidenheim sind ja fast schon traditionell gefährlich. Was passt hier bei uns nicht? Ja, wie du schon sagst, der Schnatterer bringt ihn natürlich sehr scharf rein. Ich sehe jetzt gerade hier, dass wir nicht ganz alle zusammen abkippen. Manche laufen gar nicht durch. Silver versucht es dann noch zu klären, aber kommt nicht mehr dran. Ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn man in Heidenheim mit 2:0 in Führung liegt und durch so ein, sag ich mal, vermeidbares Tor Heidenheim wieder rankommen lässt. Aber wir haben es ja Gott sei Dank gebogen bekommen. Springt ja dann auch der Kopf irgendwie an, dass man sagt, okay, jetzt nicht wieder den Vorsprung hergeben, wie in den Wochen zuvor vielleicht? Ich kann nicht für die anderen sprechen. In dem Fall war es bei mir jetzt nicht so, weil ich da nicht auf dem Platz stand bei den anderen Spielen, wo wir die Führung hergegeben haben. Ich habe einfach nur daran gedacht, dass wir eigentlich gut im Spiel sind, dass wir uns da jetzt nicht umwerfen lassen dürfen und ja, sind ja gut aus der Pause gekommen. Genau, du sagst es, das ist auch die nächste Szene, die wir dabei haben. Das 1:3, kurz nach dem Seitenwechsel. Zolli und du, ihr lauft im Mittelfeld an, provoziert den Fehlpass, Gambula ist durch. Ja, würde ich jetzt mir nicht auf die Fahne schreiben, aber Zolli läuft da sehr gut an. Ich versuche den anderen, ja, den Passweg in die Mitte zuzumachen. Und ja, man sieht, Silver ist etwas schneller als der Gegenspieler und nutzt den Fehler aus und schiebt den eiskalt rein. Ja. Ja, tut natürlich sehr gut, nach der Pause dann direkt das 3:1 zu machen. Glaube ich, haben wir gebraucht. Der Vorsprung hat auch gehalten, auch wenn in der Nachspielzeit noch das 2:3 fällt, ja. War dann nur noch Ergebniskosmetik. Der Tabellenplatz, du hast es ja auch schon gesagt, ist immer noch relativ bescheiden. Dennoch kann man natürlich auch anführen, dass wir jetzt seit 4 Spielen unbesiegt sind. Gehst du dementsprechend positiv in die nächsten Aufgaben? Ja, ich gehe jetzt nicht wegen den 4 Spielen verloren unbedingt positiv in die Geschichte, aber das Heidenheim spielt halt schon gut. Jetzt hatten wir noch mal eine Länderspielpause, in der wir das hoffentlich festigen konnten, was wir vor Heidenheim schon gezeigt haben und dann in Heidenheim Gott sei Dank uns belohnen konnten. Deshalb, ich persönlich gehe schon mit einem positiven Gefühl ins nächste Spiel, ja. Jetzt kommt am nächsten Wochenende der Karlsruher SC als Aufsteiger ganz ordentlich gestartet mit 12 Punkten bisher. Was erwartest du da für einen Gegner? Ja, was ich bisher gesehen habe, haben sie eine echte Wucht auch gerade vorne drin, spielen häufig schnörkellos direkt vorne rein, nutzen die Größe, die sie vorne haben, sind sehr rigoros in den Zweikämpfen, glaube ich, stehen sehr kompakt und warten auf die Fehler des Gegners und die haben sie bisher immer sehr, sehr gut ausgenutzt und das gilt es dann wenig Fehler wie möglich zu machen und sich ja auch viel auf die zweiten Bälle einzustellen. Dann sind wir gespannt, wie das funktioniert. Danke für deinen Besuch. Ja, gerne.